Ja, da sind wir wieder bei 13 mit mir dem Punkt und ja, letzte Folge sind wir hier gestorben, als wir die Basis infiltrieren wollten. Erst weil uns irgendein Hansmann erwischt hat und ich den dann abgeschossen habe und vor der Nase der drei Leute, vielleicht hätten wir es dann noch geschafft. Aber ich war wohl ein bisschen übermütig. Naja, kann man nichts machen. Und dann nochmal, als wir versucht haben, uns da beim Enterhaken hochzu ziehen. Ja, ist die richtige Antwort. Ziehen. Und naja, jetzt versuchen wir es halt nochmal. Nochmal, nochmal und nochmal, bis wir es schaffen. Ha. Immerhin sind wir gerade auf einer richtigen Siegessträhne. Wir schaffen das. Ich glaube an mich und ich glaube an euch als meine Zuschauer. Ups, bleib oben schwimmen. Diese Anfänger hier halten sich für verdammte Rambos. Rainbow sagt da nicht Rambus. Wo hat McCall diesen Idioten nur angeheuert? Kling. Du, das merkt keiner, dass er in der Zeit ist. Geht da jetzt weg, damit ich hier hoch kann. So, diesmal habe ich ein bisschen länger gewartet. Nicht, dass er wieder um die Ecke kommt und meint so, haha, ich habe dich gehört und gesehen und now you are die. Nein. Damn! Ha, diesmal nicht. Diesmal überrascht du uns nicht, Junge. Attacke! Blub, 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 blub. Oh, ich wollte eigentlich richtig schön untertauchen. Und ich bin gerade schon wieder falsch geschwommen. Nein, das war diesmal sogar richtig. Jetzt bin ich eben gerade falsch geschwommen. Und ich kann unter Wasser nicht schießen. Klick, klick, klick. Oh, kein Klicken. So. Ich glaube, hier konnte man sich nur das Gespräch anhören. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Relevantes war. Wir haben Besuch. Was sollen wir tun? Ich könnte den einen ausschalten. Rechts. Beladen Sie weiter das U-Boot. Aber wir könnten entdeckt werden. Was habe ich gerade befohlen? Weitermachen. Bang. Zu Befehl. Da hau ich halt ab. So. Und dann versuche ich das nochmal mit diesen drei Mitgliedern der Sekte, des Clubs, der Vereinigung, der whatever. Flop, 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 Helikopter. Und wir ertrinken schon wieder. Ich muss schnell in die Luft. Zack. Ah, wir haben es geschafft. Sie patrouillieren immer noch. Das muss nicht sein. Wir schaffen Abhilfe. Abhilfe. Ja. Schwarzer Humor, wenn man darüber lacht, dass Leute sterben. Ich habe es. Manchmal. Nennt es krank, ich nenne es Humor. Nein, Spaß. Sollte man eigentlich nicht drüber lachen, aber Mongoose habe ich wird bloß sich schon oft genug sicher mal gleich gesagt. um ihn kümmern. Wir sollten Nummer 1 mit diesem Problem nicht behelligen. Jedenfalls hat 13 keine Chance, unsere Pläne zu stören. Meine Männer stehen bereit, General Stanley. Dieser Typ hat uns das letzte Mal erwischt. Wir warten jetzt, bis sie weg sind und schießen beide ab. Unsere ersten Manöver laufen nach Plan. Oder lieber nicht. Ich bewundere Ihren Optimismus, Colonel McCall. Ausgezeichnet. Verdammt, wir haben kein Medipack. Wir hätten es geschafft. Wir hätten das Level geschafft. Oh, verstecken Sie die Wanze im Zelt von Colonel McCall. Schalten Sie die Spats in der Nähe der sandfarbenen Zelts unfällig aus. Jo, kein Problem. Verflixt, ich komme noch drauf. Was ist aus ihm geworden? Ich glaube, General Carrington hat ihn angeheuert, seither keine Nachricht. Aha. Lass mich raus! Ich breche heute Nacht auf und versuche nicht, dich auf meine Kosten zu profilieren. Weil du gestern die Übung gewonnen hast, bist du noch kein Held. Okay, wir heißen Jason Fly in Wirklichkeit. Steve
Der Mann, dessen Identität ich angenommen habe. Dabei muss ich sagen, dass Steve Rowland mir vom Namen her besser gefällt als Jason Fly. Klingt ein bisschen wie Fry von Futurama. Steht im Spot und singt. Und der hat ein MG, ein fettes MG. Den schalten wir doch wieder letztes aus, dann lassen wir noch ein bisschen singen. Das gefällt mir gerade. So, ich wusste doch, dass man die Scheinwerfer ausschalten kann. Wie gesagt, ich bin super, immer mega geil im Schleichen. Wie man es eben gerade schon wieder gemerkt hat. Hust. So, schleppen wir mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass da gleich noch jemand aus der Tür rauskommt und meint so, hey, dadam, Fußspuren. Alarm aktiviert. Nein, 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 das muss nicht sein. Ich finde es schade, dass wir den Sänger ausgeschaltet haben. Der hat echtes Potenzial. Aber okay, es musste sein. Für die gute Sache. So, das soll Dschungel sein. Ich weiß ja nicht. Oh, Medikit. Ein Glück, dass wir hier nochmal alles absuchen. Nein, ich glaube, ich würde es noch nicht verwenden. Steine! Oh, wir können wieder Leute mit Steinen abwerfen. So, da können wir nicht rein, da können wir nicht rein. Da liegt die Intelligence sozusagen. Darf man nicht vergessen, das holen wir uns nachher. Oder war das einfach nur so ein Buch? Ich glaube, das war sogar nur so ein Buch. Ich wusste doch, dass hier noch einer ist. Das hört zum Glück keiner draußen. Und dann nehmen wir ihn mal und schmeißen ihn hier hin. Zuck, den sieht keiner. Nein, der hat auch keinen Pfeil im Kopf. Das war ich nicht. Scheiße. Fuck. Nein. Nein, du. Verdammt. Habe ich ihn aufgehalten? Ich habe ihn noch aufgehalten. Ich bin einfach der beste Schleicher, den es gibt in diesem ganzen verdammten Spiel. Schön. So muss das. So und nicht anders. Checkpoint erreicht. Yeah. Überhaupt nicht auffällig gewesen die ganze Runde über. Rechts muss. Ich hab zu viel Chili gegessen. Geh kacken. Schläfst du noch mal? In deinem? Ich werde diesen Koch umgehen. Ach komm schon. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen und schon wurden wir entdeckt. Oh, jetzt habe ich verkackt. Hey, aber wir sind Meister der Lage und schaffen es immer wieder rauszukommen. Das finde ich gut. Dip, 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 dip. Nichts Interessantes. Boah, Gott, ich bin so gut. K-U-T, gut. Weil ich auch cool bin, yeah. Nein. Würde ich nie von mir selbst behaupten. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das mag schon einiges an Skill erfordern. Oder einfach nur ein dummer KI. Das kann natürlich auch sein und jetzt hype ich mich um zu ein Recht so gut hoch. Hallo? Niemand hier. Gut. Zack. Das nehmen wir gern mit. Schraubenschlüssel. Oh, nö, nö. Es scheint, als hätte McCall seinem Feld aus goldenen Zeiten aufgeschlagen. Du kannst dir die Farbe sicherlich vorstellen.
Ist gar nicht auffällig. Wenn ich den da jetzt erschieße, werde ich hundertprozentig erwischt. Ich weiß leider nicht mal, wie die Patrouillen von diesem Zelt waren. Ich konnte es mal. Also ich wusste es auswendig. Oh, genau in dem Moment dreht er sich weg. Oh, das macht er doch absichtlich. So. Heute nicht. So, zwei Zeltwochen hat er da. Normalerweise gehe ich immer links rum, heute gehe ich mal rechts rum. Hat er sich nicht gesehen. Flammable P4, PPT015H. P4 von P4. Oh, mein Gott, bin ich ein guter Schütze. Ich kann richtig gut dagegen zielen. So, jetzt hoffe ich mal, dass da hinten keiner patrouilliert. Sonst bin ich nämlich auch am Arm. Nein, du siehst uns nicht. Sag ich, er sieht uns nicht. Steckt hinter den Kisten. Sehr gut. Jetzt haben wir noch diesen einen Typen da vorm Zelt stehen, hoffe ich mal. So, nehmen wir den mit. Wir gehen Gassi. Nein, das ist kein Toter. Er hat sich nur wieder schlafen gelegt. Er war zu müde, um weiterzugehen. Wieder. Der musste da natürlich auch noch stehen. Der konnte sich ja nicht wegbewegen. Nee. Warum auch? Wo legen wir den jetzt hin? Hinter den Wachturm da? Ich bin der Meinung, der Typ kommt hier irgendwo her und wenn der eine Leiche sieht, dann ist auch vorbei. Man muss eine gute Position finden. Ich habe keine Ahnung wo. Komm, legen wir ihn hier hin und hoffen mal, dass sie die Leiche nicht sehen. Und den Typen holen wir auch noch mal ein bisschen vor. Zack, du kommst mit. Mit mir. So. Macht aber keine unanständigen Dinge, wenn ich dich jetzt hier hinlege. So. Ich muss in das hintere Zeltabteil, glaube ich, gehen. Den Typen habe ich da eigentlich auch einigermaßen gut versteckt. So, und hier muss ich erstmal die Pflanze platzieren. Klebt das Mikro ans Haustelefon. Aber natürlich. Gibt es hier nicht irgendwelche Dokumente? Tap, tap, tap. Hier kann uns niemand sehen. Möchtest du einen? Nein, danke. Schonst du deine Lungen für das Manöver? Klar, ich kann es kaum erwarten. Das wird keine von den üblichen Übungen. Ich glaube, dass mehr dahinter steckt, als wir erwarten. Es sieht uns nicht. Nehmen Sie Platz. Hier spricht Nummer 11. Empfangen Sie mich? Bestätigt. Fangen Sie an, Nummer 3. Guten Abend, Nummer 1. Der Präsident glaubt nach wie vor, dass der Ausnahmezustand nur simuliert wird. Er hat den Spats für die Dauer der Übung das Kommando über die Armee erteilt. Over. Gut. Nummer 5? Ich erhalte morgen eine Liste der Leute, die uns finanziell unterstützen. Nummer 9 wird sie mir im Plaza übergeben. Over. Nummer 11? Die Waffenlieferung kommt heute Nacht an. Meine Männer brennen darauf, unserer Sache zu dienen. Over. Hervorragend. Was ist mit Nummer 13? Ich bin hier. Ich habe seine Personalakte aus dem Pentagon gestohlen. Die Ermittlungen des FBI zu behindern. Gut. Die Suche nach Nummer 17 kann eingestellt werden. Ich habe hier etwas, das er mit Sicherheit haben will. Das Treffen ist beendet, meine Herren. Gute Nacht. Also hat er sie schon, oder wie? Ich begleite sie hinaus. Es war mir eine Ehre, sie zu treffen, Colonel McCall. Er ist noch ungeduldiger als seine Leute. Nicht wahr, Colonel? Okay, und die Typen haben sich jetzt natürlich genau zu dem Zeitpunkt weggelegt. Sie sind ein exzellenter Beobachter, General.
Wo die sich auch immer hinbewegt haben. Ich habe alles aufgezeichnet. Finde Rolands Akte, wenn du deine Unschuld beweisen möchtest. Ich könnte sie jetzt schon... Hätte sie jetzt schon ausschalten können. Aber nö. Wo sind die zwei Typen hin? Ah, da ist einer. Wo ist der zweite? Der steht wieder vorm Zelt. Oh, eigentlich brauche ich die gar nicht mehr weglegen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Dich verstecken wir doch noch mal ein bisschen. Genau wie den da. Und ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Dauert halt immer ein bisschen länger, wenn man schleicht. Komm, ich lasse dich hier liegen. Gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das Lagerhaus stürmen von den Typen. Bis denn. Tschüss.